Und dann spontan erst. Ja, also ich mache ja, habe ja mein DK. Das war ja mein erster Charakter, den ich jetzt richtig hochgelevelt habe. Und da habe ich mich entschieden, Schmied zu werden. Und der war ja eh Level 70, nee, 60 kommt der ja raus aus dem Anfang. Ja. So, das heißt, dort konnte ich es erst anfangen und dann bin ich rumgeflogen, na, mit 100 oder so. Genau, mit 100 ungefähr bin ich rumgeflogen. Hab die ganzen Erze gesammelt. Ich habe das halt nicht gekauft. Ich habe alles gesammelt. Aber was wollen Und die meisten nicht machen? ja, das ist es halt. Aber es dauert auch gar nicht so lange, wie man denkt. Sobald du die Karten kennst, sobald du weißt, wo die spawnen, du fliegst die Ränder der Karten ab, mehr nicht. Und dann hast du innerhalb von vielleicht 10 Minuten alles, was du brauchst. Ja, natürlich, aber es gibt halt welche, die haben zum Beispiel das Fliegen dann nicht oder haben bei WoW Ja. dann keinen Bock oder keine Zeit dafür, so ewig rumzufliegen. Also kaufen sie sich das. Und umso weniger Ja. Leute das reinstellen, umso teurer ist das Erz natürlich. Das stimmt. Weil wenn ich der Erste bin, der das Kraut reinstellt, Also als dann. Beispiel, ne? Seidenstoff ist eigentlich nichts wert, ne? Ich könnte jetzt meine 140 Seidenstoff für knapp 600 Gold verticken. Weiß ich, ich habe paar alte Kräuter gehabt, die ich noch vom, bevor wir aufgehört haben, noch hatten wir noch ganz viele halt durchs Bronze, okay? Ja, ein bisschen. Hi, Guten Sirki. Morgen. Und die habe ich auch. Ich habe die für 2000 alles komplett reingestellt und habe 40.000 rausgekriegt. Und noch Wow. viel zurückbekommen. Ich habe ja nicht mal alles verkauft. Ja. Na, Ich weiß Mausi? es. Das ist echt heftig. Gut geschlafen? Wenig. Nur Geh Domino's nicht. Frühschicht. Achso. Aha. Fürst wollte dich noch was fragen. Wegen Ach Minecraft. ja. Willst du auch wann anders geben als nur an Weihnachten? Dann können wir öfter zocken. Was denn? Minecraft. Minecraft. Wir dürfen? Wenn ihr wollt, natürlich dürft ihr. Wenn wir Ja, aber. streamen, meint sie. Der Komm mal Stream darf sie, runter. wann sie will. Das ist ja wohl ihre Sache, ihr Stream. Ach so. Es geht aber um halt Minecraft, weil das halt zu dritt ja ein Projekt ist. Mach ruhig. Von mir aus. Glaube, ich könnte es sogar von deiner Seite runterladen. Ja. Ja. Ich glaube, man kann das Video bei ihr dann runterladen, dann könnte ich es bei mir wieder hochladen. Ach Mit der so. Betitelung Sirki hat brav für mich gestreamt. Oder hat Ja, brav für euch gestreamt, eher gesagt. so könnten wir das auch machen. Ich wollte morgen, weil heute ist noch zu früh, dann noch was im Discord schreiben. Dass er keine Lust hat zu warten oder so, der darf gerne bei mir vorbeischauen, dass ich dich dann irgendwie so auf meinem Stream so ein bisschen vertrete, dass sie die gerne bei dir Minecraft gucken oder mit dem oder dem Projekt verfolgen, dann nicht Oh. verzichten müssen auf die Tage. Auf jeden Fall, was wir heute sehen werden, ist, wie eine neue Energiequelle an Start geht. Mundi streamt aber gerade. Ja, ich streame Ja, aber um um 12 zwölf. streame ich Minecraft. Mir war langweilig, Okay. mir war langweilig und ich brauche noch ein paar DBD-Folgen bis Neujahr. Achso. Siehst du, ich muss drauf achten, dann kann ich ja in einer Folge sagen, fröhliches Neujahr! Wow. So, erstmal wieder alles verticken. Seid ihr bescheuert? Ich wollte mir noch was zu trinken eingießen. Gut. Dann halt so. So, das kommt weg. Das kommt weg. Das auch. Oh, was ist das denn? Hurtige Stiefel. Na toll, weil die jetzt kurz an meinen Generator gegangen ist, die blöde Kuck. Hat der den richtig kaputt getreten? Haltbarer Hut der Eule, willst du mich verarschen? 4500 Na! Gold. Oh.
Oh, jetzt tritt er schon wieder gegen meinen Generator. Dämlicher Meyers. Blind wie Hölle, Meyers. Blind wie Hölle. Aber was ich immer so ein bisschen schade finde, sozusagen, dass viele die Preise einfach abnormal hochsetzen und ich dann gucken muss, ob der überhaupt vernünftig ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, dass er nicht übertrieben ist, da muss man gucken. Ich gucke immer nach dem Einzelpreis. Ja, genau, da gucke ich auch nach. Der günstigste Einzelpreis und ich setze noch einen drunter. Ja. Kriege ich zu 80% verkauft. Weil, wenn dann nur einer ist, der das für 16.000 zum Beispiel verkaufen will, ich habe keine anderen Sachen, die das irgendwie, sage ich jetzt mal, untermauern, dass das so viel wert ist, dann sage ich ganz klar, nö. Nein, manchmal sind es auch nur Vertippen beim Reinsetzen. Du kannst ja Einzelpreis machen und Gruppenpreis. Ja. Und manchmal haben sie Einzelpreis drinne pro Stück eigentlich. Und haben aber das Ding auf Einzelpreis gesetzt. Also die denken, das ganze Stack kostet dann so und so viel. Dann drücken die einfach nur auf Fertig und dann hast du den Salat und kostet auf einmal pro Stück 1000. Okay. Ich verkaufe immer gleich ganzes Stack. Muss ich nicht so viel rechnen. Aber man will ja auch nichts zu günstig verkaufen, ne? Ja, klar. Also Meyers nervt. Es ist halt Meyer. So, Kaffalor hat eine neue Nachricht von Kaffalor. Alle öffnen. Gib mir mal den Stoff. Weil ich komme mit dem Paladin, den ich Schneider mache, komme ich gar nicht. Ach, du bist doch doof, Meyers. Ist richtig dämlich. Kannst dich an mir nicht aufladen. Du kannst mich mal, du Mistvieh. Oh ja, bitte mich auch. Was? Gut, der hat jetzt jemand anders gefunden zum Mobben. Dollar, hallo, hier bin ich. Nicht schlecht. Wenn er halt am Popo der Welt sitzt, der Meyers, geht man halt woanders hin. Ich mach das so. Meyers sitzt eh gerade am Popo der Welt und hat da gerade jemanden hingelegt. Ah, schrei nicht so erbitterlich. Der hing zum ersten Mal. Bleib weg, Meyers. Ja, ja. Leg mich, komm. Leg mich. Ich will dich auch legen. Hinlegen. Ja, ja, Meyers. Ich hing das erste Mal. Und zwei Generatoren. Wir sind bis fast zum Ende voll. Ich finde es so mies, dass das Wickeln keine Punkte bringt. Bringt es doch eigentlich. Bringt es nicht. Ja. Wickeln auf dem Arm bringt keine Punkte. Ach, hing schon mal. Hoppala. Oh, hoppala. Zwei Zuschauer. Wer schaut denn zu? Na, du und Zirkel. Wollen wir gucken, ob das stimmt? Wir sehen es, wenn ihr steht anguckt. Immer drin, ob ihr zuguckt oder nicht. Ihr seid die Mods. Ach ja. Fagwin guckt angeblich auch zu. Hallo. Hi. Mann, der lässt sich aber oft legen. So, können wir jetzt den Generator da zu Ende machen, damit wir dich raus können? Du links, ich rechts und dran da. Oh, wie weit kann er den denn runterprügeln? Krass. Wir waren so einen Millimeter vor Ende, weißt du? So.
Ja, das reicht. Endlich kommt von Seidenstoff weg. Danke Gott, danke. Oh, schrecklich. Endlich kriege ich Magiestoff. Aber es ist kein Camper, Meyers. Nee. Nee. Das ist toll. Der ist sehr weit weg von seinem Opfer. Wow, und ich rede und habe vergessen, dass ich noch gemutet bin. Ja, weil ich mir, ja, nee, weil ich mir zwischendurch die Nase putze. So. Und Moni, nein, wir stehen nicht immer oben drin, weil wir Mods sind. Wir stehen da nur drin, wenn wir auch da sind. Echt? Ja. Weil du warst schon mal nicht da und trotzdem standest du oben drin. Ja, das braucht seine Zeit, bis er da. Was, 3 Tage? Bis abends warst oft, du. Nee, aber oft bin ich dann, wenn ich dann Kopfschmerzen kriege von den Kopfhörern, dann lasse ich das auch oft dann aber noch laufen. Also bin ich dann so gesehen im Lurker-Modus. Damit ihr halt eine Zuschauerzahl mehr habt, so gesehen. Aha, ich verstehe. Wie du das auch machst, Burst. Du bist nicht da, weil du irgendwie abends in der Schule bist, bist aber trotzdem da. Das ist Zufall, weil ich den Chat immer aufhabe. Aber eigentlich nicht beabsichtigt. Ja, aber dann wirst du halt, dann wirst du aber als da angezeigt. Das ist kein Beweis. Ein Spielemeyers, ja! Schatten. Oh, jetzt brauche ich die Schattenseide. Wo brauche ich die? Oh ja, ich brauche die. Okay. Ich finde die Schattenseide. Da. Stratholme und Scholomanche. Popohaue. Yay, noch ein bisschen Punkte farmen. Woo. Jetzt hat er versucht, Vögel zu hauen. Wo ist denn nochmal die sengende Schlucht? Die müsste doch irgendwo hier sein. Oh, Totem. Rennende Schlucht. Oh, noch ein Totem. Punkte kann man immer gut gebrauchen. Wirkspass. Wo zum Teufel waren das? Schatten hochnehmen. Gerade falsch. Ich habe halt 2 Projekte beendet. Hä? Was? Willst du Minecraft aufhören oder was? Nein, aber ich habe ja noch Juno, das jetzt am 24. rauskommt. Ja. Und dann habe ich noch Dings. Deponia. Doomsday. Okay. Das ist dann auch fast durch. Die sengende Schlucht, wo zum Teufel ist denn die? Kalimdor? Ernsthaft? Ich glaube ja. Kalimdor. Ich glaube, die ist irgendwo über Stormwind. Was? Kalimdor liegt in östlichen Königreichen. Ach, so andersrum. Meine, zwischen Stormwind. Aber denkst du, wie lange ich die Karte nicht mehr hatte? Ja, anscheinend lange. 2 Jahre. Ja. Über 2 Jahre lang kein WoW mehr gespielt. So, jetzt suchen wir noch einen Totem, aber wenn wir keins finden, gehen wir raus. Wir können da hinten ja schön spielen, aber ich würde eigentlich gerne einen Totem nehmen. Ah, das ist gut gemacht. Bam. Oh, das ist mutig. Springt sie über die Rampe. Yeah. Oh, die Luke. Deswegen ist die Tuch hier hinten. Will die Luke. Er will die Luke. Ach, Luke. Ah, ich gehe jetzt raus. Langweilig. Und raus.